Herzlich willkommen auf der Live-Stage der Häfele Discovery. Mein Name ist Kevin Kropp. Ich bin der Produktgruppenmanager für den Bereich elektronische Schließsysteme bei der Firma Häfele. Ja, mein Name ist Manuel Züffler. Ich bin Produktmanager für Dialog. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Dialog. Das ist das elektronische Schließsystem der Firma Häfele, mit dem wir seit Jahrzehnten erfolgreich den internationalen Markt im Bereich Hospitality, Store bzw. Ladenbau und Office bedienen. Und ganz konkret geht es in den kommenden Minuten um den Häfele Dialog Manager. Der Häfele Dialog Manager ist eine von uns neu entwickelte App, mit der man dieses elektronische Schließsystem ganz einfach und unkompliziert in Betrieb nehmen kann. Und was hinter diesem Dialog Manager steht, was die Vorteile sind und wie das Ganze auch in der Praxis funktioniert, das möchten wir euch in den kommenden 15 Minuten gemeinsam mit dem Experten hier an meiner Seite einmal zeigen. Genau, Manuel. Und bevor wir ins Doing gehen, die ganz einfache Frage am Anfang für die Zuhörer hier. Warum haben wir als Häfele diese App eigentlich entwickelt? Was ist unsere Intention dahinter und was sind so die Benefits, warum wir diese Lösung jetzt zusätzlich in unser Sortiment aufnehmen? Ja, die Intention und die Überlegung, warum wir die App entwickelt haben, war im Endeffekt das ganze System schneller zu machen für die Inbetriebnahme und einfacher in der Anwendung für den User, für den Anwender. Wir haben ja heute im Bereich Dialog zwei Programmiermöglichkeiten, und zwar die Kartenprogrammierung. Da gibt es eine grüne und eine rote Karte, und mit diesen Karten wird im Endeffekt die Dialog-Anlage in Betrieb genommen und im Endeffekt auch die Schließrechte verwaltet. Diese Programmierart eignet sich insbesondere für kleinere Objekte und sehr einfache Objekte. Es gibt dann noch die Dialog-Software. Das ist eher eine Anwendung im Bereich Hospitality zum Beispiel, für Hotels. Da kann man auch ein Gebäudemanagementsystem anbinden oder das Property-Management-System vom Hotel. Und das Ganze ist webbasiert. Und die App, die setzt sich im Endeffekt genau in die Mitte. Die vereint sozusagen beide Welten für einfache, ganz einfache Anwendungen bis hin zu komplexeren Anwendungen. Und ich habe wirklich die ganze Steuerung und die Inbetriebnahme auf dem Smartphone, auf der App. Okay. Und was konkret für Kunden, für Gebäude sprechen wir da an? Also was können wir uns darunter vorstellen, was für Objekte wir da damit ausstatten wollen? Also von den Anwendungsfällen kann das sein für den Bereich Shop und Store. Das kann sein im Bereich Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Mietobjekte, Apartments, Longstay-Apartments, diese Offices, was ich gerade alles auftut, mit Mietbüros etc. Also das sind so die klassischen Anwendungsfälle. Okay, super. Und was kann man dann in diesem Gebäude oder in diesem Objekt ganz konkret mit der App machen, wenn ich jetzt meine Schließanlage verbaut habe? Was kann ich da, was hat die App für Funktion? Was bietet mir diese App? Also mit der App fange ich im Endeffekt schon an mit der Inbetriebnahme. Das heißt, ich steuere das Ganze und programmiere das Ganze über mein Smartphone. Und ich mache dann auch die Schließrechteverwaltung. Das heißt, ich habe zum Beispiel Mitarbeiter oder Personal, wie auch immer, und die haben einen Transponder in dem Falle, mit dem sie ins Gebäude rein können und teilweise dann bis zum Möbel, von der Gebäudehülle bis zum Möbel. Und das Ganze wird verwaltet und programmiert im Endeffekt mit dem Smartphone. Super. Jetzt sehen wir hier schon so ein bisschen mal Schließsysteme aufgebaut. Das sind ja im Endeffekt die Systeme, die aktuell mit der App funktionieren. Das ist ja einmal quasi unser kabelgebundenes Schließsystem hier, das FD200 mit dem EFL 3 und die Sortimentsabrundung ganz neu jetzt auf dem Markt. Das ist EFL 30, das ist quasi die gleiche Funktionalität des kabelgebundenen Systems kompakt in einer batteriebetriebenen Variante verbaut. Das ist im Endeffekt das, was man gut im Store einsetzen kann, womit Möbel abgeschlossen werden können, was quasi der Warensicherung beispielsweise dient. Und auf der anderen Seite sehen wir unser Türterminal für den Innenbereich, das ist das DT710C. Auch dieses Terminal können wir ja aktuell schon mit der App in Betrieb nehmen und Schließrechte an diesem Terminal verwalten. Jetzt sind wir ja bisher nur im Gebäude unterwegs gewesen. Wir haben ja Möbel und wir haben ja einmal Innentüren. Wenn ich jetzt im ganzen Gebäudekosmos denke, auf was kann sich denn der Nutzer, der Endkunde denn zukünftig noch freuen? Wollen wir das ganze System abdecken oder das ganze Gebäude abdecken? Auf jeden Fall. Also das ist das Ziel und das werden wir auch tun. Wir haben jetzt angefangen im Bereich Möbelverriegelungen, aber auch, wie du es gesagt hast, schon im Bereich Türen. Also jetzt gerade hier ein typisches Türterminal für einen Hotelbereich. Aber es geht auch dann über das Wandterminal. Also das heißt, ich komme von der Gebäudehülle, von außen in das Gebäude rein, zu den einzelnen Türen bis hin zum Möbel. Also im Endeffekt die ganze Dialog-Produktrange.
So, nach der Theorie möchten wir jetzt natürlich auch in der Praxis Ihnen einmal unsere App zeigen und Sie einmal quasi durch die App mitnehmen und Ihnen quasi beweisen, dass wirklich mit dieser App eine Inbetriebnahme des Dialog-Schließsystems super einfach, easy und unkompliziert ist. Und dafür, bevor wir damit loslegen, müssten wir ganz kurz einmal klären, was brauche ich denn überhaupt, Manuel, um quasi meine Schließanlage hier mit der App in Betrieb zu nehmen? Ja. Ja, neben der Geräte-Hardware, in dem Falle Möbelterminals, Türterminals etc., brauchen wir natürlich ein entsprechendes Smartphone mit der App. Die App, die ist schon verfügbar bei Apple im App Store und bei Google Play Store. Was wir noch brauchen, ist eine App Authorization Keycard, die mich praktisch autorisiert, dass ich überhaupt die BLE-Verbindung zum Terminal öffnen kann, weil die Kommunikation vom Smartphone zum Dialog-Terminal basiert auf BLE, Bluetooth Low Energy. Mhm. Was ich dann noch brauche, sind im Endeffekt die User Keys, also die Transponder, als Beispiel, die ein Mitarbeiter hat oder ja, ein Angestellter. Und es gibt dann noch eine Lizenz. Okay, super. Diese App Authorization Keycard, ist die denn ein Sicherheitsfeature, was unser System besonders sicher macht? Ist die denn irgendwie, was ist der Hintergrund ganz genau? Warum brauche ich die, um quasi die Bluetooth-Schnittstelle freizuschalten? Warum habe ich denn beispielsweise nicht einfach immer Bluetooth an und kann da meine Daten austauschen? Ja, das war ganz bewusst so. Das war auch in dem Entwicklungsprojekt, dass wir mit vielen Anwendern, Stores, Managern, Marken etc. gesprochen haben und die auch gesagt haben, die wollen die Schnittstelle gar nicht immer offen haben, sondern das ist für die eine Sicherheitslücke und die haben gesagt, ich möchte die BLE-Schnittstelle nur dann öffnen, wenn ich was tun möchte, wenn ich was verändern möchte. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir entwickeln eine spezielle Karte, die diese BLE-Schnittstelle öffnet. Und nur dann, wenn ich die Karte im Endeffekt an mein Terminal halte, bin ich berechtigt und autorisiert mit der App auf mein Terminal zuzugreifen. Okay, das heißt quasi, die App Authorization Keycard ist irgendwie auch mit der App oder mit der Lizenz der App verknüpft, richtig? Richtig, genau. Das Ganze basiert auf einer Zwei-Faktor-Autorisierung. Zum einen habe ich die Karte, das ist der erste Faktor, und der zweite Faktor ist eine Lizenz. Die steckt dann in der App drin, also die kann man importieren, das werde ich nachher auch mal zeigen, und beide sind miteinander verknüpft. Das heißt, nur wenn ich diese App habe mit meiner entsprechenden Lizenz und die entsprechende App Authorization Keycard, bin ich berechtigt, an dem Terminal was zu verändern. Das heißt, unsere App ist nicht nur schnell, sondern auch sicher. Ganz sicher, ja. Wunderbar. Mhm. Aber jetzt zum Schnellen. Ich würde jetzt gerne mal sehen, wie wir diese drei Schlüssel an diesen vier Terminals hier anlernen können, damit ich quasi hier meine Terminals mit meinen Nutzerkarten öffnen kann, was aktuell ja noch nicht funktioniert. Richtig. Ja, ich bin jetzt hier im Hauptmenü von der App, die Sie jetzt auch sehen können. Ich kann hier jetzt sagen, neues Projekt. So geht das Ganze los. Ich starte dann und sage, neues Projekt hinzufügen. Ich kann auch ein Projekt importieren, wenn ich schon eins habe. Ich kann es verschicken an jemand anderes, der zum Beispiel die App auf seinem Smartphone auch hat. Und der kann das Projekt dann importieren. Also Im- und Export von Projekten ist möglich. Aber in dem Fall haben wir jetzt hier ein neues Projekt. Jetzt kommt zuerst ein Hinweis. Willkommen im Helvle Dialog Manager Setup Assistent. Das ist ein Assistent, der führt mich jetzt die nächsten Schritte ganz einfach durch das Menü, Schritt für Schritt, was ich tun muss. Und ganz wichtig, bevor ich starte, sagt mir die App, lieber Nutzer, gucke oder schau, dass deine Bluetooth-Verbindung an ist. Also Bluetooth on und NFC. NFC steht für Near Field Communication. Das brauchen wir, um die Transponder später zu scannen. Okay, dann Setup Assistent starten. Ich kann jetzt dem Projekt einen Namen geben. In dem Fall nennen wir das doch ganze Häfele Discoveries bzw. Häfele Live Stage, wo wir gerade sind. Häfele Live Stage jetzt eingegeben. Ich könnte jetzt auch noch eine Beschreibung hinzufügen. Das brauchen wir jetzt aber hier nicht. So, jetzt bin ich in der Lizenzdatei. Ich habe mit der App schon gewisse Funktionen, die nicht kostenpflichtig sind. Das heißt, die sind im Endeffekt schon integriert und ich kann die auch sofort nutzen als Anwender. Ich kann da zum Beispiel drei Terminals in Betrieb nehmen und konfigurieren, aber ich habe nicht den vollen Funktionsumfang. Dafür brauche ich dann eine kostenpflichtige Lizenz. Mhm. Diese importiere ich jetzt mal, und zwar ich gehe auf den Free User, bin dann praktisch auf meinem lokalen Speicher vom Smartphone, wähle die Lizenz aus und sehe sofort die Projekt-ID. Die Lizenz bekomme ich über Häfele. Die kann ich da bestellen, ganz auswählen genau. Und dann schickt mir Häfele die per Mail quasi zu, damit ich die in die App ganz genau. Kann. Die wird per Mail verschickt.
wird dann lokal gespeichert auf dem Smartphone und importiert. Und das Ganze, da kümmert sich dann Ihr Heffele-Mitarbeiter drum. Okay, in dem Fall sehe ich jetzt auch sofort, welche Funktionen in der Lizenz integriert sind. Also hier beispielsweise Konfiguration von bis zu 20 Terminals, Zeitmodellen. Ein Zeitmodell heißt, ich kann einem Transponder, zum Beispiel einem Mitarbeiter, gewisse Schließrechte geben, die zeitbegrenzt sind. Das kann ein Wochentag sein, das kann eine Uhrzeit sein, dass er nur zu einem bestimmten Tag in das Gebäude kommt oder zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich kann verschiedene Gruppen anlegen und Zutrittsbereiche. Das sehe ich alles hier sofort in der Beschreibung. Dann in dem Fall gehen wir auf Weiter. Jetzt sehe ich auch schon sofort, ich habe hier in der Lizenz 3 Transponder AKC. AKC steht für App Authorization Keycard. Die sind schon in der Lizenz integriert. Das heißt, sie sind verheiratet, das, was wir vorhin angesprochen haben. Ganz genau. Also das ist das Thema Sicherheit mit dem Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich gehe auf Weiter. Im nächsten Schritt werde ich gefragt, ob ich Zeitmodelle möchte. Also beispielsweise, wie vorhin schon erwähnt, ich kann einem Mitarbeiter jetzt sagen, der kommt nur von 8 morgens bis zum Beispiel 16 Uhr ins Gebäude oder 17 Uhr oder wochentags, aber nicht am Wochenende als Beispiel. Das kann ich dann hier auswählen. Mhm. Aber jetzt bleiben wir einfach mal dabei und gehen davon aus und sagen, alle haben die gleichen Rechte, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. In dem Falle verändere ich nichts und gehe auf Weiter. Nächster Menüpunkt, User Keys hinzufügen. Kein User Key verfügbar. Okay, das heißt, wir haben hier unsere 3 User Keys und die müssen wir jetzt quasi in die App irgendwie einbetten. Richtig. Jetzt gehe ich hier drauf, User Key hinzufügen und sehe schon, da kommt eine Animation, bereit zum Scannen. Halten Sie die Karte an Ihr Telefon, an Ihr Smartphone. Und jetzt greift die NFC-Technologie, oder? Genau, das war's schon. Man sieht jetzt sofort User Key Nummer 1, der Key ist sozusagen erkannt und gescannt und ist jetzt hier drin. Jetzt kann ich auf Speichern gehen. Ich kann jetzt auch umbenennen. Ich könnte jetzt hier rein und sagen, das ist ein Mitarbeiter XYZ oder kann dem einfach einen Namen geben, diesem Transponder. Mhm. Ich lerne jetzt den zweiten Transponder an. Halte ihn einfach nur kurz hin. Es geht ganz einfach und schnell. So. Und jetzt haben wir 2. Mhm. Jetzt füge ich noch einen dritten hinzu. Das wäre jetzt unser Manager. Genau, wenn wir jetzt mal hier am Beispiel eines Shops denken, dann wäre das jetzt quasi unser Manager, der einen gesonderten Key bekommt. Dann nennen wir doch auch gleich so. Genau. Sage ich, das ist der Manager und gehe auf Speichern. In dem Falle haben wir jetzt die 3 User Keys, sind 2 User Keys und ein Manager Key. Mhm. Okay, und in dem Falle sind wir mit den User Keys durch, dann gehen wir auf Weiter. Jetzt sind wir an einem Menüpunkt, da steht Schließplan, hinzufügen und parametrieren. Okay, das heißt, jetzt kommen unsere Terminals ins Spiel. Also. Richtig. Im Endeffekt habe ich jetzt die Karten gescannt und hinzugefügt. Jetzt geht es darum, jetzt kommen die Terminals, hinzufügen und parametrieren. Und wenn ich das anklicke, sehen Sie auch schon sofort eine Animation. Das heißt, man wird hier wirklich geführt als User. Jetzt kommt der Moment, wo ich im Endeffekt dem Terminal sage, BLE-Verbindung aufmachen und übertrage das Ganze auf mein Smartphone. Und wie Sie sehen, sobald ich den Key hinhalte, kommt die Datenübertragung. Das Ganze läuft automatisch. Okay, das heißt, wir fügen jetzt alle 4 Terminals ein. Richtig, über die Bluetooth-Schnittstelle. Jawohl, und dann sind die auch in dieser App. Jetzt kommt noch das batteriebetriebene, EFL 30, das neue. So. Jetzt haben wir alle 4 Terminals, die sehen Sie auch gleich, die sind benannt, EFL 30, das ist Electronic Furniture Lock, das batteriebetriebene und die anderen FT Furniture Terminal 200, das sind diese 3 hier. Die haben wir jetzt hinzugefügt. Und jetzt habe ich gleichzeitig auch schon die Schlüssel auf die Terminals übertragen, richtig? Noch nicht. Jetzt bin ich hier mit dem Setup-Assistent einmal durch und ich kann jetzt hier sagen, fertig. Was man jetzt tun muss, im Menüpunkt sehen wir Dashboard. Und das Dashboard zeigt im Endeffekt immer dann an, wenn was zu tun ist. Genau, das heißt, jetzt probieren wir einfach mal aus, ob denn unsere schnelle Inbetriebnahme der 4 Terminals hier funktioniert hat. Wir sehen mal beispielsweise einen Mitarbeiter- und einen Managerschlüssel. Und die sollten jetzt eigentlich überall Zugriff haben. Und da sehen wir, das hat funktioniert. Mitarbeiterschlüssel funktioniert schon mal. Probieren wir hier mal den Managerschlüssel aus. Auch das funktioniert.
Das heißt quasi, die Inbetriebnahme dieser 4 Terminals mit diesen 3 User Keys hat jetzt ganz einfach über die App funktioniert. Mhm. So, ich als Shop-Manager bin jetzt ein bisschen schusselig und habe jetzt meinen Schlüssel verloren. Meine, was kann man da machen, dass quasi jetzt nicht irgendeiner den Schlüssel findet und damit Zugriff quasi zu unseren Terminals, zu unseren beispielsweise Waren hat? Wie können wir da jetzt den Schlüssel beispielsweise rauslöschen aus der App, dass er nicht mehr funktioniert in dieser Anlage? Mhm. Ja, wie du es erwähnt hast, das wäre ja ein Sicherheitsrisiko. Wenn den Schlüssel jemand findet, kann er sich Zutritt verschaffen. In dem Falle sage ich einfach, der Manager, der hat den Schlüssel verloren und ich gehe auf Löschen. Dann kommt nochmal die Frage, wollen Sie diesen Schlüssel tatsächlich löschen? Und ich sage in dem Fall, ja, ich möchte ihn löschen. Und wie Sie sehen, er ist weg. Ich habe noch die 2 User Keys, in dem Falle den Mitarbeiter, und der Managerschlüssel wurde gelöscht. Und jetzt funktioniert er nicht mehr. Probieren wir doch mal. Funktioniert er noch? Funktioniert noch, ja. Warum funktioniert er noch? Der funktioniert noch, weil ich den zwar in meiner App gelöscht habe, aber dass die Terminals noch nichts davon wissen. Das heißt, ich muss jetzt in mein Dashboard, wie ich es Ihnen vorhin schon mal kurz erläutert habe, hier sehe ich immer die offenen Aufgaben und die kommen immer dann, wenn ich was verändere. Das heißt, hier werde ich sofort informiert, wenn ich wieder was übertragen muss an meine Geräte, an meine Dialog-Terminals. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Ich nehme hier wieder die App Authorization Keycard und gehe hier im Endeffekt von Terminal zu Terminal und Sie sehen sofort, da passiert was. So, hier ist alles in Ordnung. Grüner Daumen. Probieren wir mal auch, ob es in der Realität alles in Ordnung ist. Sieht gut aus. Zugriff ist nicht mehr gestattet. Ich komme quasi mit diesem Schlüssel nirgends mehr rein. Mhm. Das heißt, wer auch immer den jetzt hat, kann damit nichts mehr machen. Mitarbeiter können wir nochmal probieren. Der soll ja nach wie vor reinkommen. Genau. Das funktioniert nach wie vor einwandfrei. Mhm. Und jetzt habe ich mir in der Zwischenzeit einen neuen Schlüssel besorgt. Mhm. Und den möchte ich jetzt gerne auch neu hinzufügen, damit ich quasi Zugriff auf diese 4 Vitrinen hier habe oder Terminals habe. Mhm. Zusätzlich habe ich mir aber noch ein neues Türterminal in meine Bürotür einbauen lassen, wo nur ich als Chef quasi Zugriff haben will. Das heißt quasi, meine Mitarbeiter sollen hier auf die Möbel Zugriff haben. Ich als Chef möchte auf die Möbel und auf meine Tür ins Büro Zugriff haben. Mhm. Kann man das auch ganz einfach über die App abbilden und umsetzen? Ja, klar. Dann gehen wir doch mal hin. Was müssen wir tun? Wir sind hier wieder im Menüpunkt Schlüssel, User Key hinzufügen. Ich sage hinzufügen, User Key und scanne dann wieder über meine NFC-Schnittstelle am Smartphone ein. Da haben wir ihn auch schon. Und ich würde sagen, den benennen wir gleich wieder als Manager. Dann wissen wir, dass dieser Schlüssel für den Manager gedacht ist. Speichern. Und ich sehe ihn wieder hier in meinem Menüpunkt unter Schlüssel. Mhm. Was müssen wir jetzt noch tun? Jetzt haben wir gesagt, der Manager, der soll Zugriff haben auf alle Terminals, aber auch auf dieses Türterminal, also auf die Möbelterminals und auf das Türterminal. Mhm. In dem Falle wechsle ich dann hier im Menüpunkt und gehe auf Terminals und wir sehen hier die 4 Terminals von der rechten Seite und ich gehe auf Hinzufügen und Parametrieren. Ich kriege wieder eine schöne Animation, Suchen nach Terminals und werde eigentlich auch geführt wieder im Menü. Jetzt muss ich auch wieder die Bluetooth-Schnittstelle des Terminals öffnen, damit quasi hier eine Verbindung und Datenübertragung stattfindet. Und jetzt zeigt mir hier auch sofort an, Terminal Nummer 5, DT700. Wir haben hier 4 Terminals, das ist unser fünftes, DT700, sage ich, dort Terminal 700 hinzufügen. Und ich habe es wieder in meinem Menüpunkt unter Terminals. Mhm. So, jetzt war die Frage vorhin, beziehungsweise die Anforderung, dass die Mitarbeiter Zugriff haben auf den Bereich Möbel, der Manager auch, aber auch auf sein Büro. Ne? Mhm. Das heißt, jetzt gehe ich in Gruppen und ich sage jetzt, wir machen 2 Gruppen. Wir machen die eine Gruppe, die nennt sich Mitarbeiter. Mitarbeiter hinzufügen. Aktuell habe ich als Mitarbeiter Zugriff auf das Terminal oder wie kann ich das verstehen? Muss mal probieren. Genau. Ah ja. Genau. Okay. Wir haben noch nicht unterschieden. Jetzt das wollen wir nicht. Ja. Mhm. Das heißt, ich lege die Gruppe an, Mitarbeiter, und ich lege eine Gruppe an und nenne die Manager. Vielleicht gibt es auch 2 Manager oder je nachdem mehr. Mhm. Macht durchaus Sinn. Und der Gruppe Mitarbeiter. Mhm. Das heißt quasi, diese Schlüssel, die 3, die wir hier haben, die werden jetzt diesen Gruppen zugeordnet. Richtig. Und die Terminals werden auch nochmal zugeordnet. Das sagen wir in dem Falle die Mitarbeiter, die dürfen
an alle Möbelterminals, aber nicht an das Store-Terminal. Mhm. Das mache ich auch gerade. Und dann gehen wir noch in den Manager und schauen uns noch an, wo er überall rein darf. Der darf ja auch überall rein. Ist erledigt. Wir haben die User Keys, Manager bei Manager. Wir haben bei den Mitarbeitern die User Keys Mitarbeiter und entsprechend die Terminals hinterlegt. Jetzt gehe ich wieder auf mein Dashboard und ich sehe hier wieder meine Aufgaben und ich werde im Endeffekt wieder geführt, dass ich die BLE-Verbindung öffne und das Ganze übertrage. So, mit dem Möbelterminal sind wir schon durch. Das geht ganz einfach und schnell. Auch beim Door-Terminal. Fertig. Grüner Daumen. Wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt mal durchprobieren, sollten theoretisch diese beiden Schlüssel Zugriff auf alle Möbelterminals haben, aber nicht auf das Türterminal. Probieren wir nochmal. Hört sich gut an. Der Schlüssel wird abgelehnt. Der Manager dagegen sollte Zugriff haben. Hier kann ich die Tür aufmachen. Hat also funktioniert. Auf der Möbelseite ist Zugriff für beide Gruppen gewährleistet. Das heißt, hier haben nach wie vor alle Zugriff. Mhm. Wunderbar. Ich denke, jetzt haben wir relativ eindrücklich gesehen, wie schnell und unkompliziert einerseits so eine Anlage in Betrieb genommen werden kann, aber auch, wie man mit verlorenen Schlüsseln oder hinzugefügten Terminals umgehen kann. Jetzt gibt es ja noch eine dritte Thematik, die man über die App bedienen kann. Und das ist es, wenn ich meine Terminals von der Funktionsweise abändern möchte. Mhm. Beispielsweise, ich möchte, dass die Terminals länger offen sind. Oder aber, ich habe ein Terminal bzw. eine Vitrine, die möchte ich nur einmal morgens aufmachen. Mhm. Und dann soll die Tür den ganzen Tag offen bleiben, egal ob ich die Tür zumache oder nicht. Ja. Das heißt quasi, das Schloss soll nicht greifen. Mhm. Das nennt man quasi von Fallenschlossbetrieb, wo ich die Tür wieder ins Schloss werfen kann, dann bleibt sie zu, zu Riegelschlossbetrieb wechseln, wo ich was tun muss, damit die Tür quasi verriegelt. Und das funktioniert mit der App auch ganz einfach. Und das, denke ich mal, gucken wir uns jetzt mal am EFL 30 an, okay, und zeigen das mal. In dem Falle habe ich hier wieder meine Terminals. Ich wähle EFL 30 aus. Und ich kann hier die Parameter verändern. Riegelschlossbetrieb, Toggle. Ich kann jetzt hier einfach sagen, ja, in dem Falle, Toggle bedeutet, ich komme mit meinem Transponder, mit meinem User Key und öffne aktiv. Das Schloss macht auf und bleibt offen, bis ich den Transponder wieder vorhalte und wieder aktiv verschließe. Das bedeutet, vielleicht zeigen wir das mal vorher. Zeigen wir mal. Vielleicht zeigen wir mal ganz kurz, okay, vorher, noch mal. Was denn Fallenschlossbetrieb, okay, nochmal heißt. Ja. Hm. Machen wir es nämlich auf. Und jetzt merke ich quasi, jetzt hat das Schloss automatisch nach 3 Sekunden verriegelt. Und wenn ich jetzt den Schließbolzen wieder einführe, dann verriegelt der ja automatisch. Mhm. Das ist der Fallenschlossbetrieb. Und jetzt gucken wir uns mal Riegelschlossbetrieb an im Vergleich. Ja, Riegelschlossbetrieb, in dem Falle sage ich einfach ja, dann geht das Slider rüber und das war's. Ich gehe noch einmal kurz zurück. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch zeigen, was es hier noch gibt, nämlich die Offenzeit. Die kann ich ja auch ganz einfach verändern. 2 Sekunden ist als Standard eingestellt. Ich kann hier auf Plus und kann das Ganze verändern, wie ich es möchte. Ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte, dass das Schloss 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden etc. offen bleibt. Das nochmal erwähnt. Aber jetzt wollten wir ja den Riegelschloss haben. Habe ich in dem Falle getan. Und ich gehe wieder auf mein Dashboard und die App erkennt sofort EFL 30. Da hat sich was getan. Das muss praktisch neu parametriert werden. Übertragung läuft. Erledigt. Das heißt, jetzt sollte Ihr Riegelschlossbetrieb funktionieren. Das heißt, wir machen auf und jetzt bleibt das Schloss offen. Jetzt kann ich meine Tür beispielsweise zuschlagen, ohne dass hier das Schloss wieder verriegelt. Und das ist im Endeffekt genau der Gegensatz zu dem, was vorher passiert ist. Und erst wenn ich jetzt meinen Transponder wieder vorhalte, deaktiviere ich quasi oder aktiviere ich wieder den Riegel und kann damit wieder verriegeln, sodass damit quasi die Tür wieder verschlossen ist. Gerade diese Anwendung macht durchaus Sinn an Türen. Beispielsweise am Haupteingang oder in einem Büro, wo ich sage, ich komme morgens und schließe aktiv auf und dann bleibt die den ganzen Tag über offen und der letzte Mitarbeiter, der geht, schließt mit seinem Transponder praktisch wieder ab. Mhm. So, ich glaube, das hat ganz eindrücklich den Funktionsumfang unserer App gezeigt. Und zwar, dass wir mit dieser Lösung quasi ein Produkt bieten, was eine Dialog-Anlage einfach und unkompliziert in Betrieb nehmen lässt, gerade mit diesem gezeigten Wizard, der einen ganz einfach durch diese Thematik durchführt. Wir können Schließrechte ganz einfach ändern und verwalten. Wir können unsere Terminal-Parameter abändern und schaffen damit einfach eine ganz einfache und super komfortable Lösung für kleine bis mittlere Anwendungen, wie beispielsweise einen Store anhand, weil wir hier das Ganze mal gezeigt haben, oder eine Arztpraxis, ein kleines Bürogebäude.
Vielen Dank dafür, Manuel. Gerne. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen die Dialog Manager App näher bringen. Wenn Sie noch weitere Fragen oder Ideen oder Diskussionsbedarf zu Dialog im Allgemeinen, aber auch zu unserer neuen Lösung haben, dann würden wir uns freuen, wenn wir Sie auf der Hefle Discovery in den Themenbereichen Office, Microliving oder Hotel oder aber ganz im Detail im Produktraum Dialog begrüßen dürfen und mit Ihnen über unsere Lösung und unser Sortiment diskutieren, beziehungsweise Ihnen diese Lösung nochmal im Detail erläutern können. Vielen Dank. Danke auch.